Büroklammern. Die gespaltenen Persönlichkeiten im Bastelschrank eines Junk-Journalisten. Einerseits total praktisch, um kleinere Papierchen im Junk-Journal aufzubewahren. Zack, dran geklemmt, fertig. Andererseits pottenhässlich und eher weniger dekorativ. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten heute uns mal um diese Außenseiter hier kümmern und aus solchen normalen Büroklammern so etwas hier machen. Dekorativ, bisschen hier so Gebimsel, Gebamsel, aber trotzdem noch funktional, denn man kann das hier trotzdem noch benutzen wie eine normale Büroklammer und kleinere Papierchen in seinem Junk Journal aufbewahren. Wenn du wissen möchtest, wie ich das hier gemacht habe, dann bleib dran, ich zeig dir das heute. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus meiner Ocean Eyes Junk Journal Serie. In dieser kleinen Serie hier auf meinem YouTube-Kanal zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dir selber ein Junk Journal herstellen kannst. Dafür benutze ich mein Ocean Eyes Papier aus meinem Etsy-Shop. Das ist ein digitaler Download. Wenn du dich dafür interessierst, der Link ist unten in der Infobox. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle mal an alle, die sich das schon gegönnt haben, dieses Papier. Ich freue mich sehr, dass euch das so gut gefällt und dass schon so viele einfach damit arbeiten und so viele tolle Ideen schon auf den sozialen Medien unterwegs so sind, ne, und da so rumkursieren. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich etwas Neues sehe. Ihr seid da wirklich sehr kreativ und es sind auch sogar auch Sachen dabei, die ich selber noch nie gesehen habe. Sehr cool, wirklich sehr, sehr cool. Also vielen Dank für die Inspiration und selbstverständlich auch für eure Unterstützung, denn durch euren Kauf unterstützt ihr natürlich mich und ne, hier alles mein kleines Business und so. Vielen herzlichen Dank dafür. Heute hier, ne, bisschen so eine kleine frickelige Aufgabe, die ich für euch habe oder für mich selbst auch, denn ich muss es euch ja zeigen. Ich möchte gerne solche dekorativen Büroklammern hier machen. Es gibt mit Sicherheit hunderte, tausende Tutorials, wie man Büroklammern verschönern kann, sodass man sie später in seinem Junk Journal benutzen kann, um Kleinteile aufzubewahren, wie zum Beispiel so kleine Zettelchen oder sowas, Tickets, Eintrittskarten, irgendwelche Fotos oder so. Ich habe das hier auf der Rückseite mal so dran geklemmt, dass man das hier sehen kann. Es ist nach wie vor als Büroklammer verwendbar. Ja, also der, ja, wie sagt man da, die Funktionsweise der Büroklammer ist nicht eingeschränkt durch diese Dekoration. Aber ich finde das schon einfach viel schöner aus, als wenn man die Büroklammer einfach so nimmt und oben dran steckt oder seitlich oder wo auch immer halt so, ne? Nackte Büroklammern bereiten mir Kopfschmerzen. Wie gesagt, ist das hier nur eine Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann. Ein Weg, eine Idee. Wenn ihr noch mehr Ideen sehen wollt, dann schaut bitte mal unten in die Infobox, denn dieses Ocean Eyes Junk Journal Projekt ist gleichzeitig eine kleine Zusammenarbeit mit anderen Leuten, die auch Junk Journals machen. Und die auch entweder YouTube-Kanäle oder Instagram-Accounts haben und die euch auch noch weitere Ideen zu den Themen zeigen, die ich euch in dieser Serie zeige. Das heißt also, es gibt heute nicht nur mein Video über diese Art von Büroklammern, sondern es gibt noch weitere Videos. Die sind alle unten in der Infobox aufgelistet, sodass ihr euch da noch weitere Inspirationen holen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei den anderen vorbeischauen würdet. Und die freuen sich natürlich auch wahrscheinlich, ne? Also ja, ganz sicher sogar. Okay, als erstes nehme ich das hier mal ab, sodass ihr das mal so ohne das Papier dran sehen könnt. Ich finde, upsala, jetzt sieht das gerade so ein bisschen verschoben. Da stellt sich schon die erste Frickeligkeit hier so heraus, aber das macht nichts. So, zack, wieder repariert. Bitte, wer hat denn schon bitte solche Büroklammern? Also, das haben nur so Junk-Journalisten, wie wir das sind. Und deswegen legen wir mal gleich los und ich zeige euch, wie man sowas hier machen kann. Also, als allererstes mal sollte man sich natürlich überlegen, welche Größe an Büroklammer man verwenden möchte. Es gibt so meines Wissens nach circa 7 bis 12 verschiedene Größen von Büroklammern. Nur Spaß. Ich weiß nicht, ich habe das vorher irgendwie versucht zu recherchieren, dass ich euch hier mal so eine konkrete Angabe machen kann, wie das ist. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwelche so Standardmaße gibt oder was auch immer. Das hier ist jedenfalls, damit ihr das im Vergleich sehen könnt, eine handelsübliche Büroklammer, die man so normalerweise so hat. Und ihr seht schon, die ist halt in der Größe, ne, so ziemlich futzelig. Dann gibt es noch so eine mittlere Größe, das ist diese hier.
Und dann gibt es eben diese ganz großen Büroklammern. Ich weiß gar nicht, haben die einen bestimmten Namen? Weiß das einer? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist diese größte Größe die, die ich jetzt hier verwendet habe. Ich glaube sogar mal gesehen zu haben, dass es noch größere gibt. Also die sind dann wesentlich länger und auch etwas breiter. Aber bei denen ist das so, dass dieses Metall sehr dick ist. Und ich finde, bei dieser Größe ist das schon, sagen wir mal, das Maximum an Dicke, was noch fein ist, um das in ein Junk Journal reinzutun. Denn wenn du jetzt das hier mal so von der Seite anguckst, warte mal, ich halte mal gerade hier das hier so daneben, oder nehmen wir mal die goldene, dann ist das vielleicht ein besserer Vergleich. Ich halte das mal hier so daneben, dann siehst du schon, wie sehr diese Dekoration darauf aufträgt. Also das Metall an sich ist schon relativ dick bei der nackten Büroklammer, aber wenn ich jetzt diese Dekoration habe, auf beiden dieser, ja, Stege nenne ich das jetzt mal, dann ist das verhältnismäßig dick. Und ich möchte natürlich nicht, dass das, wer weiß, wie aufträgt. Und deswegen habe ich jetzt diese hier genommen, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein Mittelmaß. Es ist etwas dick, aber nicht ganz so unerträglich dick. Also ja, weißt, wie ich meine. So, jetzt habe ich mir mal gedacht, diesen Prototyp hier, den habe ich mit so goldenen Elementen gemacht, auf der goldenen Büroklammer, weil ich gedacht habe, dass das zu dem Ocean Eyes Papier ganz gut passt. Ich habe mir mal diese Seite hier jetzt rausgesucht, aber ich habe das vorher angeguckt. Zu den anderen Seiten passt das auch ganz gut, dieses Gold, aber so eine gerostete Büroklammer passt auch ganz gut dazu, wie man hier so sehen kann. Deswegen werden wir jetzt mal hier diese goldene und die gerostete nehmen. Dann kannst du das auch später nochmal vergleichen, wie das dann aussieht und vielleicht entscheiden, ob du die eine oder die andere nehmen möchtest. Als erstes einmal brauchen wir jetzt etwas, was wir als Grundlage sozusagen hier drumrum wickeln können. Und ich habe für diese Klammer hier einen Teil genommen von einer Tasche aus dem digitalen Ephemera-Pack, was es zu dem Ocean Eyes Papier gibt. Bin gerade auf der Suche nach dem Rest dieser Tasche, denn den Rest könnte man ja durchaus noch verwenden. Ach so, hier hat er sich versteckt. Siehst du schon, hier ist die halbe Tasche. Das, was vorher hier war, ist inzwischen hier verarbeitet. Jetzt überlege ich nur gerade, ob mir das hier vielleicht gerade ein bisschen zu dunkel ist. Ich vielleicht eine Tasche auswähle, die ein bisschen mehr, vor allen Dingen ein bisschen mehr Struktur im Hintergrund hat. Die Höhe der Tasche ist denn etwa die Höhe von dem Streifen Papier, was wir jetzt brauchen. Und von daher ist das ganz praktisch. Wir nehmen jetzt einfach mal diese zwei hier. Wenn du das jetzt nicht mit dem Ocean Eyes Papier machen möchtest, oder du sagst, ich möchte das zwar damit machen, aber ich möchte jetzt hier nicht die Taschen zerschneiden, dann kannst du natürlich auch jegliche Art von anderem Papier nehmen. Du kannst auch irgendwelche Buchseiten verwenden oder Scrapbooking-Papier, Schnipsel oder was auch immer. Du solltest nur darauf achten, meiner Meinung nach, dass das Papier nicht zu dünn ist. Das hier ist auf 240 Gramm Papier ausgedruckt, und das ist verhältnismäßig stabil. Wenn du eine Buchseite nimmst, die sehr fragil ist, kann es dir passieren, dass es beim Drumherumwickeln unter Umständen durchreißt. Du müsstest dann vielleicht diese Wickeltechnik, die ich dir jetzt da gleich zeige, mehrmals machen, sodass dieser Schlauch, der dabei entsteht, etwas stabiler wird. Aber das wirst du gleich schon sehen. Wenn ich das hier mache, dann wirst du schon sehen, worauf man da achten muss. Das wird sich gleich sofort erschließen. So, als erstes mache ich jetzt mal dieses Teil, was ja sozusagen jetzt von diesem Ding hier gesehen auf der Rückseite sitzt. Also ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt dir da vorstellen kannst, ob du da eine Rückseite und eine Vorderseite überhaupt definieren möchtest. Aber weil es hier dekoriert ist, ist das für mich jetzt gerade die Vorderseite und das ist die Rückseite, oder? Also ja, so. Und zwar ist das die Seite, wo sozusagen das längere Stück von der Büroklammer ist. Also nicht dieses Teil, was hier innen ist, sondern wirklich von hier bis hier sozusagen. So. Und wenn ich dieses Maß habe, dann brauche ich ein Papier, was ein bisschen kleiner ist, sodass oben und unten jeweils noch so ein Stückchen hiervon raussteht. Das kann man natürlich auch in der Länge variieren, selbstverständlich, aber ich finde das so ganz gut von der Proportion dieses Streifens und dem, was oben und unten rausguckt. So, und jetzt habe ich das vorher so gemacht. Ich mir gedacht habe, wenn ich das ja jetzt so wickle, dann sehe ich ja nicht, was hier ist, ne? Deswegen habe ich mir das da so draufgelegt, sodass ich mir hier so in etwa vorstellen kann, welcher Teil des Papiers da später dann sichtbar sein wird. Und ich glaube, möchte, dass da so eine Pflanze drauf ist.
Also machen wir das mal so. Und dann habe ich das einfach so draufgelegt. Jetzt sehe ich ungefähr. Also ne, das kann man nur so ungefähr abschätzen. So ganz genau kommt es auch nicht drauf an. Oder man kann das ja auch völlig wahllos machen, völlig wurscht. Jetzt habe ich das erstmal so rum draufgelegt und mir das einmal nach oben hier so geknickt, dass ich sehe, wo ich es knicken muss. Aber natürlich muss ich das in die andere Richtung knicken, denn ich will ja das Motivpapier außen haben. Jetzt nehme ich das hier so, knickt das einmal hier so. Bei etwas festerem Papier kann man dann hier auch so ein Bone Folder noch nehmen und da so ein bisschen drüber gehen. Dann stecke ich die Büroklammer hier rein. So. Und jetzt sieht man schon, dadurch, dass ich mir vorher den Ausschnitt ausgesucht habe, ist das jetzt zu lang. Also das ragt jetzt über den Rand der Büroklammer hinaus. Deswegen nehme ich mir einfach eine Schere und schneide mal gerade hier so ein Stückchen ab, sodass das, upsala, sorry, hier so ungefähr so ist. Ja, also dass ich hier, ne? Weißt du, wie ich meine? Dann tue ich das hier so ganz akkurat rein. Bei etwas dickerem Papier kann man auch durchaus mit dem Ding, also das kann man auch mit einem Lineal oder so machen, hier nochmal so an der Seite so lang gehen, dass sich hier wirklich so eine kleine Rundung bildet. Dann wird das nämlich hinterher ein bisschen schöner aussehen. Und vor allen Dingen will ich, dass das stramm da dran sitzt. Ja, also wenn ich jetzt hier so entlang gehe, kann ich das Papier so ein kleines bisschen zwingen, hier so eine Rundung zu bilden. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt so, wer weiß, wie gut erkennen kann. Aber das ist jetzt da so, hat sich da so angeschmiegt sozusagen. Und wenn ich das ganz stramm da drin habe, also, ne, mit stramm meine ich nicht zu stramm. Also, ne, jetzt nicht so, aber auch nicht, nicht zu stramm zwingen. Dann nehme ich das und klappe das hier hoch und klappe das zur anderen Seite. So. Und jetzt kann ich das hier so nehmen und dann, ich drehe es mal so rum, dass man das besser erkennen kann. Jetzt sehe ich gerade, dass das hier nicht so ganz parallel ist. Warum nicht? Ja, ne, siehst du das? Das ist nämlich schon ein Problem. Das ist hier oben etwas breiter als da unten, weil sich hier irgendwas weggedrückt hat. Oder ist die Büroklammer vielleicht einfach ein bisschen schief? Das kann auch sein. Aber wenn man den oberen Falz hat, dann kann man da auch die Büroklammer ganz kurz mal rausnehmen und das so machen. Und so dann quasi so falten ohne die Büroklammer drin, dann sieht man, dass es, wo man falten muss, dass es parallel ist. So. Ne? Siehst du, jetzt schaut das schon anders aus. Dann kannst du das da nochmal kurz einführen, dass du siehst, ob das wirklich so passt. Die Büroklammer sollte sich jetzt in diesem Zustand hier so schwer bewegen lassen, aber sie sollte sich bewegen lassen. Denn du musst das später da drüber stecken können und wenn du das hier nicht bewegen kannst, ist das halt zu stramm. Dann ist das nicht so gut. Leuchtet ein, oder? So, haben wir das so. Und jetzt, wieso zeige ich dir das jetzt? Jetzt schneide ich das hier ab, also so, dass das quasi ein kleines bisschen kürzer ist als die Breite von diesem ganzen Ding, so dass ich das dann später so oder in diesem Fall besser so, dass man diesen weißen Strich da später nicht sieht, dass ich das dann so zusammenkleben kann. Jetzt kann man das nochmal kontrollieren, ob einem das so ganz gut gefällt. Und wenn man möchte, dass die Seiten abgerundet sind, kann man das auch jetzt nochmal hier reinstecken. Und auch bei der anderen Seite, das haben wir ja jetzt vorher noch nicht gemacht, hier noch so ein bisschen drüber gehen. So. Dann nimmt man sich einen Klebestift. Wo ist der? Hier. Und klebt das mal einmal hier so zusammen. Upsala. Hier ist das heute wieder sehr feuchte Luft, sehr warm und sehr strange irgendwie. Das ist nicht so gut, ne? Also Prittstift kann solche Temperaturen und so Luftfeuchtigkeit irgendwie, glaube ich, nicht so gut ab. Der ist dann so total weich. Nichtsdestotrotz klebe ich das jetzt hier so zusammen. Hammer das. Jetzt nehme ich mir hier so einen Eckenabrunder, weil ich finde, also es gibt einige Tutorials, wo die Leute das so machen und dann, ne, dieses hier oben so gerade lassen, habe ich erst gedacht, ja, das schaut ja eigentlich auch irgendwie nicht schlecht aus, das hat irgendwie was, ne? Aber dann habe ich gedacht, nee, irgendwie ein bisschen zu langweilig, deswegen habe ich das da abgerundet. Und da hier jetzt so Pflanzen sind, überlege ich jetzt gerade, ob man nicht vielleicht auch das so machen könnte, dass nur, boah, geht das schwer. Warum ist denn das jetzt so? Boah, was ist das denn jetzt wieder, ey? Warum zur Hölle machst du mir denn da jetzt so eine Kacke da? Jetzt wird es wahrscheinlich total zu kurz sein. Alter Schwede.
Sowas liebe ich, ja. Ja, das ist ja ganz toll. Guck mal. Jetzt hat die da so eine Kante. Naja, es geht ja vielleicht gerade noch so. Also, manchmal, da frage ich mich schon, was hier so abgeht. Ne? Da machst du da sowas und dann filmst du das und dann passiert da sowas. Machen wir das halt hier jetzt so ein bisschen Freestyle. Versuchen wir es auf der anderen Seite nochmal. Ich hatte jetzt zuerst überlegt, weil diese Pflanze da unten ist, dass man es nur oben abrundet. Aber ich glaube, das schaut ein bisschen eigenartig aus, oder? Wenn das nur oben abgerundet ist und unten nicht. Aber das kannst du natürlich machen, wie du möchtest. So, jetzt versuche ich es hier nochmal. Ja, vielleicht habe ich das vorher irgendwie nicht richtig reingeschoben. Aber das ist auch ein bisschen schief. Ich weiß es nicht. Egal. Okay, haben wir das? Jetzt ist das so. Und also das wird jetzt später dieses Teil. Und dann haben wir hier auf dieser Seite noch so ein kürzeres Teil. Und zwar ist das jetzt, steckt das jetzt quasi auf dem, auch, ja, wie soll ich das jetzt erklären, auf diesem kürzeren Teil der Büroklammer. Das heißt also, wir müssen ein zweites Teil machen in dieser Art, was aber jetzt nur von hier bis hier gehen darf. Also das muss wesentlich kürzer sein. Auch das muss man jetzt natürlich sozusagen per Augenmaß ausmessen. Dafür nehme ich mir jetzt einfach hier den Rest von dem Ding, von dieser Tasche. Und da kann man es auch so machen, wenn man will, dass man das jetzt hier so drunter steckt. Weil dann kann man nämlich hier jetzt auch sehen, ne, welchen Ausschnitt man gerne haben möchte. Und ich denke mal, so wäre das vielleicht nicht schlecht, auch wenn sich das später noch verändern wird. Finde ich immer wichtig, dass ja, was heißt wichtig? Für mich ist es wichtig, dass die Grundlage schon von Anfang an passt. Ich kann mir dann auch alles irgendwie besser vorstellen. Das tue ich jetzt hier. Jetzt, ich bin total verwirrt heute. Sorry. Ich bin einfach total verstrahlt heute. So. Jetzt klappen wir das hier genauso wie vorher auch hoch. Ziehen das da drunter erstmal einmal weg. Schlagen das zur anderen Seite um. So wie bei dem anderen vorher auch. So. Dann steckt man das da nochmal so drauf. Und jetzt mache ich erstmal, sorge ich erstmal dafür, dass ich die richtige Breite hinkriege. Indem ich das hier wieder so abschneide. So. Und diesen Teil auch immer kurz so hochklappe, dass ich weiß, wo ich ungefähr knicken muss. Dann kann ich auch diesen Teil wieder kürzen, sodass ich das dann zusammenkleben kann. Und jetzt, bevor ich da bei dem Teil die Ecken abrunde, also wie man sieht, ist es hier ja auch rund und oben ist es auch rund gewesen. Das sieht man jetzt nicht mehr, weil hier diese kleine Blume drauf ist. Bevor ich das jetzt allerdings abrunde, muss ich natürlich erstmal wissen, wie lang das sein muss. So. Stecke ich mir das hier so drauf. Und wenn ich das später so rum habe, dann ist das jetzt in dem Fall falsch rum. Das heißt also, es müsste eigentlich so sein. Und diese zwei kleinen Pflänzchen, die könnten ja eigentlich unten da so sein. Kannst auch so daneben halten, dann könnt ihr das vielleicht auch besser sehen. Also hier unten habe ich jetzt einfach so ein Stückchen Luft gelassen sozusagen. Ja, also da liegt jetzt parallel dieser untere Rand von dem Ding, von dem Papier. Und hier oben kann ich das jetzt so abschneiden, wie ich das eigentlich gerne mal so möchte. Ja. Machen wir das mal ungefähr so. Und dieses hier kann man selbstverständlich für die nächste Büroklammer noch verwenden, ne? Also wenn man da zum Beispiel mehrere machen will, könnte man eigentlich gleich hier tun. So hätten wir dieses. Und das hier machen wir gleich fertig, würde ich sagen, für diese andere Büroklammer, für diesen hinteren Teil. Hätten wir die zwei schon mal. Ich mache jetzt mal gerade noch so ein längeres hier für diese gerostete Büroklammer.
Als nächstes möchte ich jetzt diese kleinen Papierteile hier noch ein bisschen weiter bearbeiten. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist der, dass ich das ein bisschen interessanter aussehen lassen möchte. Und der zweite Grund ist der, dass ich es etwas stabiler haben möchte. Denn das hier ist ja, auch wenn es dickes Papier ist, nur Papier. Und das, was ich hier gemacht habe, sorgt jetzt nicht nur dafür, dass das gut zu dem Ocean Eyes Papier passt. Das hat jetzt so ein bisschen so eine Sand-Strand-Optik. Aber das sorgt auch dafür, dass das hier ganz stabil ist und dass man das eigentlich ja so gut wie nicht zerstören kann. Also klar, mit Gewalt kann man alles zerstören, aber das ist sehr stabil, sodass man das auch später wirklich oft und gut ab und wieder dran machen kann an seine Junk Journal Seite, ohne dass das irgendwie auseinanderfällt. Dafür habe ich jetzt zwei Sachen benutzt. Ich lege das mal so rum, dass man das hier auf der größeren Fläche etwas besser sehen kann. Und zwar zum einen diese Distress Embossing Powder. Mein Gott, nochmal, ey, das hat alles so Namen. Hier so Embossing Pulver, ne? Und diese Flakes hier, von denen ich immer noch nicht ganz genau weiß, wie man sie wirklich benutzt. Ich habe YouTube befragt, habe aber keine so ganz zufriedenstellende Antwort bekommen. Aber wie man sieht, sind die jetzt hier drauf und ich mache das jetzt hier auf meine Art und Weise. Kein Plan, wie man das wirklich benutzt. Falls einer da irgendwelche Informationen für mich hat, gerne einen Kommentar schreiben. Aber bitte jetzt nicht lachen, wenn ich das jetzt hier so mache, ne? Oder vielleicht doch, lachen ist ja gesund, kannst du ruhig lachen. Okay, also, als erstes muss man sich mal überlegen, also die erste Schicht wird das Embossing-Pulver werden. Da muss man sich jetzt mal überlegen, wie möchte man das machen? Möchte man das vollflächig machen? Ich weiß, man sieht das hier nicht mehr so gut, aber hier habe ich das unter der Blume tatsächlich vollflächig darunter gemacht. So dass man jetzt von dem Designpapier eigentlich nichts mehr sieht, sondern dass das hier eine so eine durchgehende Fläche Sand in Anführungsstrichen ist. Also von der Optik her, ne? Und hier auf der Rückseite habe ich, wie man sieht, so Pünktchen gemacht, so dass das Designpapier hier noch so leicht durchkommt. Das kann man natürlich so stark und oder so schwach machen, wie man das gerne möchte. Ich werde jetzt hier mal vielleicht verschiedene Varianten ausprobieren. Als erstes zeige ich dir mal, wie ich diese Pünktchen hier gemacht habe. Das ist nämlich total simpel und wahrscheinlich auch das Einfachste. Als erstes habe ich hier mal mein Embossing-Stempelkissen. Und dann habe ich mir einfach so eine Luftpolsterfolie genommen, anstelle eines Stempels. Also, ja, man kann auch sowas mit Alltagsmaterialien natürlich machen. Ich habe hier dieses Distress Embossing Powder von Tim Holz. Das eine heißt Brushed Corduroy, mein Gott. Timmy, denk dir mal normale Namen aus, die auch deutsche Menschen aussprechen können. Und das andere heißt Antique Linen. Für diesen, den ich da schon vorbereitet habe, habe ich hier dieses linke genommen. Das ist so ein bisschen sandfarbener und dieses ist so ein bisschen grünlicher. Aber ich glaube auch dieses grünliche, glaube ich, passt ganz gut. Ja. Aber das kann man natürlich machen, wie man möchte, mit welcher Farbe auch immer. Dann habe ich mir einfach dieses Ding hier genommen, diese Luftpolsterfolie, und habe die hier so reingedrückt, was ich jetzt auch nochmal tun werde. Warum rede ich denn eigentlich in der Vergangenheit? Und dann habe ich das hier so drauf gedrückt. So. Klebt das hier natürlich logischerweise so ein bisschen dran, aber das ist ja normal. Dann nehmen wir das hier. Und schmeißen das hier mal so großzügig drauf. Bloß nicht atmen. Und holen mal den kleinen Schnuppi hier mal so wieder raus. Komm schon. So, schütteln mal das hier so ein bisschen ab. Und jetzt sieht man schon, na komm schon, dass dieses Pünktchenmuster von der Luftpolsterfolie hier so drauf ist. Also das finde ich, schaut so schon total cool aus. Das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Eine andere Möglichkeit, die ich jetzt auch nicht ganz so blöd finde, ist, man kann auch dieses Teil nehmen. Also da braucht man dann wirklich ja sozusagen gar keine Hilfsmittel, wobei ich jetzt denke mal, jeder von euch hat irgendwelche Stempel zu Hause, so, ne? Also entweder so eine Luftpolsterfolie oder irgendwas anderes, womit man halt ein Muster machen kann. Aber man kann natürlich auch das hier so nehmen und das nur am Rand, so ein bisschen gucken, dass man da wirklich was, wirklich was drauf kriegt, dass das hier so ein bisschen ist. Am Rand und vielleicht so ein bisschen da so drauf gedödelt. Da so drauf partout und dann kann man das hier so reindrücken, das wieder abklopfen und dann schaut das so aus.
Jetzt sieht das so ein bisschen so aus, als wenn der, ja, als wenn da so Sand auf diesem Teil so draufgefallen wäre. Also das finde ich auch nicht schlecht, wenn das jetzt nicht so ein Muster hat, sondern ja, einfach irgendwie so wild da so drauf ist. Schauen wir mal, wie das dann später in embosstem Zustand, also wenn es wirklich geschmolzen ist, aussieht. Und was man natürlich auch machen kann, man kann natürlich auch einen ganz normalen Stempel dafür verwenden, oder? Also ich habe jetzt mal gerade den hier rausgeholt. Ich muss mal gerade gucken, ob das jetzt hier sich ausgeht von der Breite her, ob wir hier irgendwas haben, was dann auch noch hinterher erkennbar ist. Schauen wir mal. Ich werde das jetzt einfach mal hier so reindrücken. Ich frage mich ja sowieso, ne? Warum schütten die das da immer so drauf und dann wieder in das Pöttchen rein und wieder draufschütten und wieder rein und wieder draufschütten? Warum macht man das nicht so? Spricht da irgendwas dagegen, das so zu machen? Also ich bin hier nicht der Embossing-Experte, ne? Ihr merkt das schon. Ich habe das noch nicht so oft gemacht. Das liegt ganz einfach daran, dass ich noch nicht so lange dieses Embossing-Puder habe. Aber ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, warum soll ich das nicht so machen? Ja, wahrscheinlich vielleicht drückt sich das sonst so ein bisschen weg oder so. Oder es wird vielleicht ein bisschen anders. Aber ich finde, schaut doch jetzt gar nicht erstmal hier so schlecht aus, oder? Das ist mal komplett nicht zu erkennen. Also da sieht man wirklich gar nichts. Aber ich glaube, das macht nichts. Ich werde das jetzt mal erhitzen und dieses Pulver da schmelzen. Dann schauen wir mal, wie das aussieht. Vielleicht ist das ja auch eine Überraschung und das schaut gut aus. So, das wäre einmal dieses hier. Ich finde, es schaut ganz cool aus. Das ist wirklich, ja, wie so Sand am Strand, richtig geil. Ich glaube, dass dieses Puder auch ein bisschen, dieses Embossing-Puder ein bisschen gröber ist als andere. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht so der Experte. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass das hier mein Favorit sein wird, weil das schaut wirklich aus wie so draufgeworfener Sand. Das finde ich richtig cool. Okay. So viel dazu. Ja. Wie zu erwarten war, ein bisschen so ein Fail, aber ich finde, es reicht trotzdem aus, um das interessant zu gestalten. Und jetzt könnte man natürlich denken, okay, wenn sie da jetzt diese Schicht Embossing-Puder drauf hat, also dieses Embossed drauf hat, also ja, wie nennt man das? Das fertige Embossing-Ergebnis, dann ist das natürlich nicht, wer weiß, wie stabil jetzt geworden, ja, weil das ja nur so ein bisschen ist. Aber wir es gleich sehen, was ich da noch machen werde. Das wird sich dann hoffentlich noch erschließen. Also das ist jetzt dann doch irgendwie besser geworden, als ich ursprünglich dachte. Und als nächstes habe ich mir dann gedacht, wenn ich jetzt hier diese Sandoptik habe, möchte ich gerne noch ein paar so größere Fragmente im wahrsten Sinne des Wortes oder im wahrsten Sinne des Namens dieser Dinger hier drauf haben. Und wie gesagt, ich habe nicht ganz genau rausgefunden, wie man das hier verwendet, beziehungsweise das, was ich rausgefunden habe, hat halt bei mir nicht funktioniert. Deswegen habe ich das hier anders aufgebracht. Wie du siehst, ist hier drauf, fällt nicht ab. Ich habe nämlich einfach nur ein bisschen Mod Podge genommen. Und hier kommt jetzt auch, ja, sagen wir mal, das Stabilisierungsthema zur Sprache. Kleinen Pinsel. Und jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wie ich das jetzt hier haben will. Jetzt machen wir erstmal das mit den Pünktchen. Da muss man nicht so viel nachdenken. Und habe diesen Mod Podge einfach nur hier drauf gestrichen. Und zwar ja, so ein bisschen wahllos, ne? Also an den Stellen, wo ich mir gedacht habe, da könnte das gut aussehen, wenn da später diese Fragmente drauf sitzen. So. Dann habe ich diese Fragmente genommen und habe die vorsichtig hier so drauf gebröselt. So. Huh. Naja,
Wir brauchen ja später noch mehr. So. Und dann habe ich das einfach vorsichtig mit einer Pinzette wieder da rausgehoben und habe das einfach so abgeschüttelt. Und das scheint ein zweites Mal zu funktionieren. Sieht man schon, dass das hier noch so ein bisschen teilweise so hoch steht. Da kann man einfach die Rückseite vom Pinsel nehmen, das hier so ein bisschen runterdrücken. So, sodass das sich mit dem Mod Podge jetzt da unten drunter verbindet und da dran kleben bleibt. Und wenn man will, kann man dann das Überschüssige noch so abschütteln. Und dann, weil hier sieht man jetzt schon, das wird ja von alleine niemals da so drauf halten. Also das schaut jetzt zwar wunderschön dreidimensional aus und das wäre für ein Foto sicher ausreichend, aber das kann man natürlich nicht gebrauchen, weil das würde ja so wieder abbröseln mit der Zeit, weil einfach nicht stabil und nicht fest genug drauf. Deswegen gehe ich jetzt hier ganz vorsichtig mit einer Schicht von diesem Mod Podge nochmal drüber. Da kann man die dann auch nochmal so ein bisschen ja, an die Position versuchen zu bringen, wo man sie gerne hätte. Man kann die dann nochmal so ein bisschen verschieben. Zugegebenermaßen ist das ein bisschen schwierig, wenn die von Anfang, also wenn die in der ersten Schicht von dem Mod Podge nicht so gut kleben geblieben sind. Dann bewegen die sich so ein bisschen hin und her. Man kann das aber dazwischen auch föhnen. Ich glaube, mir fällt gerade auf, dass ich das beim ersten Mal tatsächlich auch so gemacht habe. Deswegen bewegt sich das hier gerade so extrem hin und her. Aber es geht, wie du siehst. Braucht man ein bisschen Geduld, aber es geht. Und ihr sagt ja immer, ja, die Luise, ne, die ist ja nicht so, für so frickelige Sachen ist die ja nicht so, ne? Also da ist sie nicht so der Fan von. Jetzt habe ich mir eigentlich gedacht, ich zeig euch mal, dass ich das ja wohl auch kann. Das nur mit bisschen ausrasten. Nicht ganz viel ausrasten, aber ein bisschen schon. So. Wie man sieht, habe ich das jetzt auch über das Embossing-Puder selbst gestrichen, sodass die komplette Fläche jetzt eingestrichen ist. Und ja, die Verbindung aus diesen drei Elementen, Embossing-Puder, diesen Flakes und dem Mod Podge, macht das dann später stabil. Ja, das ist jetzt im Video sehr schwer zu zeigen, aber wenn du das mal selber gemacht hast, dann wirst du feststellen, dass das, ja, wenn das trocken ist, einfach total stabil ist. Ich werde das jetzt gerade trocknen. So, es ist noch nicht ganz trocken, wie man sieht. Hier sind noch ein paar so weiße Stellen. Ein kleiner Hinweis, wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast oder so, du darfst Hot Potsch. Du darfst Mod Potsch nicht so heiß werden lassen. Also wenn du das mit einem Embossing-Föhn trocknen willst, musst du wirklich föhnen, sehr stark schwenken und zwischendurch immer ein bisschen abwarten. Ansonsten wirft das ganz unschöne Blasen und das schaut dann hinterher nicht mehr schön aus. Aber ich denke, man kann sich vorstellen, wie das später ungefähr aussehen wird. Ich lasse das jetzt mal hier an der Luft einfach noch so ein bisschen trocknen. Man kann das natürlich auch über Nacht komplett an der Luft trocknen lassen. Dann braucht man keinen Föhn. Ja, so. Nehmen wir mal dieses Ding. So, hätten wir das mal so. Die haben jetzt so einen ganz leichten Glanz bekommen und die sind wirklich jetzt, also ja, richtig stabil geworden durch diese Bearbeitung. Finde ich total cool und ich finde, die schauen auch irgendwie total schön aus. Dieses hier ist jetzt immer noch nicht ganz trocken. Da sieht man immer noch dieses Weiße. Dazwischen ist es aber so trocken, dass man schon durchaus weitermachen kann. Also, dass da nichts mehr passiert, dass einem das nicht mehr irgendwo am Finger oder so kleben bleibt. Muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. So, als nächstes möchte ich diese Ränder ein bisschen distressen. Ich nehme dafür Distress Ink, Vintage Foto und so ein kleines Fingerschwämmchen. Und gehe mal hier außen an diesen Teilen so ein bisschen herum. Und was ich jetzt auch festgestellt habe bei dem ersten, wenn man das so ein kleines bisschen, ich mache das mal kurz, hier auf diese Flakes drauf gibt, dann schaut das ganz interessant aus.
Hier habe ich das, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Da sind die alle sehr braun geworden. Ich wollte das eigentlich so ein bisschen, dass das so ein bisschen ineinander übergeht von diesem braunen Distressed in das hellere, in diesen Ursprungsfarbton von diesen Flakes. Bin ich ein bisschen abgerutscht, habe ich ein bisschen übertrieben. Ich wollte das eigentlich eher ein bisschen so in dieser Art hier haben. Ich finde, das schaut nicht ganz dumm aus. Ich werde das gerade mal hier bei den anderen auch noch machen. Und dann habe ich doch tatsächlich neulich in einer Happy Mail dieses hier erhalten. Als ich das zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, also es gibt Menschen, die mich wirklich hassen müssen, ja. So auf den ersten Blick hatte ich das so gedacht, weil hier so, ne, Goldglitzer, also Glitzer an sich, bedeutet ja, nach Öffnen dieses Tütchens wird sich Glitzer hier in meinem kleinen Wohnwagenhäuschen befinden bis Weihnachten 2079. So, heißt erst gedacht, oh mein Gott. Nachdem ich dann aber den Prototypen von diesem Paperclip hier gemacht habe, habe ich gedacht, Mensch, hier sind auch so kleine Dinger drin. Ich weiß gar nicht genau, was das eigentlich ist. Könnt ihr das sehen? So mini kleine. Na, das könnt ihr natürlich überhaupt nicht sehen. Zwischen diesen Perlen da, diesen mini pupsi Perlen kleinen, sind da so mini kleine so Bällchen in Blau, Rot und Gold. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich muss es wagen und dieses Tütchen irgendwie öffnen. Also, liebste Yvonne, vielen Dank, dass du mir das geschickt hast. Du scheinst auch zu verfolgen, was ich derzeit hier tue mit dem Ocean Eyes Journal. Denn diese ganzen Elemente, die hier drin sind, passen natürlich wunderbar zu dem Journal. Hier sind auch so kleine, das kann man wahrscheinlich auch nicht sehen, so kleine Meerjungfrauen aus so Plastik, so ausgestanzt, so kleine Elemente und diese Pailletten, auch die Farben und die Sterne sind zwar, glaube ich, eigentlich so Weihnachtssterne, aber die kann man ja auch als Seesterne verwenden. Hier sind auch so kleine Muscheln und so drin. Also ja, vielen Dank dafür und vielen Dank vor allen Dingen, dass du so aufmerksam meine Videos guckst. Sehr hilfreich, würde ich mal sagen. Allerdings auch nicht ganz einfach zu handeln, schätze ich. Also, ich werde das jetzt, oh mein Gott, öffnen, weil ich will, welche von diesen kleinen Mini-Pupsi-Kügelchen da noch auf den Hintergrund aufbringen, in so der dezentesten Weise, wie es nur irgendwie geht. Der Rest des Glitzers geht bitte wieder zurück in dieses Tütchen. Wir schließen dieses Tütchen vorsichtig und hoffen. Ja, hier sind schon die ersten Stückchen. Jetzt bloß nicht atmen. Okay, bloß nicht atmen. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das da drauf? Also diese kleinen Dinger da, die da sind, die kleinsten Dinger. Also, die sind wirklich mini-pupsi klein. Ich kriege die jetzt da drauf. Also das ist jetzt alles andere als das, was ich bezwecken wollte. Aber ich finde, schaut trotzdem eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber es ist so viel. Von einem der beiden Büroklammern ist, dann brauchen wir das auf einem der kleinen Teilchen auch noch. Weil das schaut ja komisch aus, wenn das hinten nicht ist. Jetzt machen wir das mal so, dass die zwei vielleicht zusammengehören und die zwei. Werde ich jetzt da auch noch versuchen, so kleine Dinger da aufzutragen. Und während die zweite Schicht Mod Podge hier gerade noch trocknet, kümmere ich mich erstmal um dieses Teil, also um diese zwei Teile. Und dann stellen wir jetzt erstmal den Paperclip mit diesen zwei Teilen fertig. So. Was ich jetzt hier wichtig finde, ist, dass man sich jetzt überlegt, was soll jetzt die sozusagen die dekorierte Seite sein und welches soll die neutrale Seite sein. Also, ne, mit dekorierte Seite meine ich jetzt in diesem Fall hier dieses mit der Blume drauf und die neutrale Seite ist für mich das hier. In diesem Fall bietet es sich natürlich an, vielleicht zu sagen, okay,
Wir dekorieren dieses Teil, weil das einen sehr neutralen Hintergrund hat, und lassen das hier als Rückseite, so wie es ist. Denn dieses hier, das schaut ja irgendwie ganz cool aus. Und ich finde die Blume da, diese embosste Blume, kann man auch ganz gut erkennen. Warum soll man jetzt das überdecken mit irgendwas? Also das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen unlogisch. Deswegen werden wir das mal für die Rückseite verwenden. Und wenn man das jetzt dekorieren möchte, man möchte hier so ein kleines Eyelet drin haben, also so eine kleine Öse, dann sollte man das kurze Teil zuerst fertig machen. Wirst du gleich sehen, warum. So, als allererstes nehmen wir uns hier mal den... Moment mal, das muss jetzt dieser sein. Nehmen wir uns hier mal diesen hier und stecken das auf dieses kürzere Teil von der Büroklammer drauf. Jetzt kriege ich das da gerade irgendwie nicht auseinander, weil das so eng ist. Einfach hier so eine Pinzette nehmen oder irgendwas anderes und das kurz mal so ein bisschen öffnen. So. Steckt man das einfach hier so drauf. So. So. Komm schon. Dann kann man das erstmal hier so hinschieben. Na komm. So. Schaut ja so eigentlich auch schon nicht schlecht aus. Und dann können wir uns jetzt überlegen, was wir hier drauf machen wollen. Ich habe jetzt hier diese kleine Blume hier verwendet. Die habe ich einfach aus einem der Tags aus dem Ocean Eyes Ephemera Pack ausgeschnitten. Und wie man hier sieht, habe ich hier noch zwei von diesen Blumen übrig, von genau demselben Tag. Also das sind ja eigentlich so kleine Seesterne. Die werde ich jetzt hier mal ausschneiden. Und dann habe ich überlegt, dass sich das jetzt etwas mehr vom Hintergrund abhebt. Da habe ich so ein kleines Stückchen Mullbinde dazwischen gemacht. Wo sind jetzt meine Schere? Habe ich einfach die Mullbinde da so abgeschnitten. Ein bisschen zerfuzelt. Wenn das so kleine Stücke sind, ne? Also da ist es jetzt gegangen, dann kann es sein, siehst du das, dass sich das hier so komplett auflöst. Das ist natürlich jetzt sehr fragil, aber ich finde diese Struktur einfach total schön, auch im Zusammenhang mit diesem Sandstrand-Unterwasser-Thema. So vielleicht. Dann kann man dieses Stückchen vorsichtig nehmen und sich nochmal die Wunderwaffe Mod Podge rausholen oder irgendeinen anderen Kleber, der durchsichtig und nicht klebrig austrocknet. Und dann kann man das... Es bleibt ein bisschen am Finger hängen, also von dem Material, aber das lässt sich nicht vermeiden. Kann man das einfach hier so ein bisschen stabilisieren, indem man, ich habe jetzt ein bisschen zu wenig genommen, da so eine Portion von diesem Zeug hier so drauf gibt und das trocknen lässt. Also natürlich muss man das, ja, das muss man so ein bisschen so formen, ne? Man darf das natürlich jetzt nicht auf das Papier legen. Das muss man jetzt so festhalten und dann am besten mit einem kalten Föhn föhnen, dass man sich nicht den Finger abfackelt. Haben wir hier mal diesen kleinen Futzel da. Man kann natürlich dafür auch ein Stückchen Spitze oder irgendwie sowas nehmen, wenn einem das dann mit der Mullbinde zu viel Aufwand ist, die jetzt da so zu bearbeiten. Das geht natürlich auch. Ist ja klar. So, und dann überlegen wir uns mal hier die Position von dieser Blume. Wo muss die denn wohl hin? Wenn ich da unten noch ein Eyelet setzen will, dann sollte die verhältnismäßig weit oben sein. Und ich denke mal, wir können auch vielleicht zuerst das Eyelet setzen und dann entscheiden, wo die Blume hinkommt. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Dafür nehme ich mir jetzt hier einfach meine Stanze, meinen Crocodile. Und es geht sich gerade so aus, dass man jetzt hier reinkommt, um jetzt hier dieses Loch zu machen. Nehmen wir hier mal Gold. So, dann setzt man die einfach so da rein. Und das ist jetzt auch genau der Grund, warum man das hier, dieses kleine Stück, als erstes drauf schieben muss, wenn man diese Öse setzen möchte. Denn wenn ich das jetzt zusammenpresse, dann muss ich ja logischerweise auch auf die Rückseite von dem Teil. Also ich muss das jetzt ja so da reinstecken und wäre das hintere Ding schon dran, dieser hintere Schlauch, also das hier, dann könnte ich das ja nicht mehr pressen. Und außerdem würde ich dann durch beide Teile durchstechen, was ja keinen Sinn ergeben würde, weil dann kann ich,
So, jetzt kann man das hier, soweit es geht, wieder nach unten schieben. Das hier lässt sich jetzt nicht mehr schieben, weil ich die Öse sehr weit unten angebracht habe. Oh, doch, ein bisschen geht's. Ich mag das ganz gerne, wenn das da wirklich. Boah, zerstör es nicht, Luise. Wenn das wirklich bis unten steckt, sodass man diesen unteren Rand nicht mehr sehen kann. Weiter geht's jetzt nicht runter. Bei diesem hier sitzt die Öse ein kleines bisschen weiter oben. Und deswegen ist es hier so, dass man den goldenen Rand von der Büroklammer da unten fast nicht mehr sieht. Aber ich finde das so auch ganz schön. Also ja. Warum soll man den Rand nicht sehen? Bin ich jetzt vielleicht ein bisschen pingelig mit mir selbst. So, dann können wir uns hier unser kleines Teil hier mal nehmen, das irgendwie hier so draufsetzen und entscheiden, wo diese Blume hin muss. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wie will man diese Blume hier befestigen? Ja? Ich habe jetzt hier eine Musterbeutelklammer genommen und habe, bevor das hintere Teil drauf war, die Musterbeutelklammer hier durchgepiekst durch dieses kleine Teil. Und das Hinterteil, also diese zwei Flügel von der Musterbeutelklammer, mein Gott, was ist mit dieser Kamera los? Es ist doch unglaublich. Entschuldige bitte. Diese Flügel von dieser Musterbeutelklammer sind ja auf der hinteren Seite von diesem kurzen Schlauch, den ich jetzt hier gerade drauf gesteckt habe. Also wenn ich hier eine Musterbeutelklammer durchmachen würde, wären die Flügel von der Musterbeutelklammer hier. So, und weil die so lang sind, ragen die hier hinten raus. Dieses kleine Blättchen, was ich hier drauf geklebt habe, das verdeckt diesen Flügel von der Musterbeutelklammer. Sonst würde die hier oben rausgucken. Dieser kleine Seestern, diese kleine Blume, Seesternblume, die ist natürlich wesentlich größer als diese hier. Und deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich das hier wirklich mit einer Musterbeutelklammer festmache, denn der Kopf wäre viel zu groß. Ich habe hier keine kleinen Musterbeutelklammern, keine so Mini-Dinger. Die habe ich nicht, diese Mini-Brads besitze ich nicht. Ich hatte mal welche, aber die sind alle. Deswegen denke ich mir jetzt mal, wir könnten doch vielleicht das festnähen. Ich nehme hier mal eine von diesen mini-pupsi-kleinen bläulichen Perlen. Und ich muss ja sagen, ihr überrascht mich ja immer wieder, ne? Guck mal, was ich hier noch bekommen habe. Perlennadeln. Mir ist das doch neulich passiert. In dem Video mit Susanne von Bollenhutart. Dass ich keine Nadel hatte, die durch meine kleinen Perlen da gepasst haben. Und jetzt hat mir die liebe Mela, danke Mela, diese Perlennadeln hier geschickt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Die sind schon spitz, oder? Ja, ich habe jetzt gedacht, ja, alles klar, schon kapiert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das damit jetzt angenäht kriege. Und dann nehmen wir dieses Hinterteil und stecken das einfach hier so. Hupsala. Mein Gott, was ist denn heute mit mir los? Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Also manchmal, da regt's mich auf. Also ganz ehrlich, ne, manchmal, da regt's mich echt auf. Hier ist jetzt oben. So. Also jetzt müssen wir das auch in der richtigen Reihenfolge draufstecken. Also so. Also nicht in der richtigen Reihenfolge, sondern in der richtigen Richtung. Dafür führe ich das erstmal hier unten so ein. Drückt das hier jetzt ein bisschen nach hinten, dass ich nicht da unbedingt an diesem Hinterteil von der Öse hängen bleibe. Dann schiebe ich das hier so drauf. So. Vorsichtig natürlich. Schaut das mal hier von der Rückseite so aus. Und von der Vorderseite schaut das jetzt so aus. So. Und jetzt hat man halt noch eine kleine Problematik, die ist jetzt bei diesem Probeexemplar hier nicht ganz so auffällig, aber siehst du hier diese Naht von dem Geklebten? Hier ist diese Naht. Kamera, bitte scharf stellen jetzt. Dankeschön. Hier ist diese Naht. Die sieht man da nicht so doll, weil dieses kleine Blättchen da oben drauf klebt. Aber hier sieht man diese Naht sehr stark. Also ich finde, das stört mich. Also, aber anders geht es ja nicht, ne? Irgendwo muss ich es zusammenkleben. Man könnte das natürlich jetzt so auszirkeln, dass die Naht genau unter diesem Steg hier ist. Aber bitte, können wir das? Wollen wir das? Nein. Deswegen denke ich mir, wir machen einfach einen ganz einfachen Trick und nehmen uns eins von diesen Labels, was wir da neulich gemacht haben, und kleben das hier einfach drauf. Dann sieht man das nicht mehr.
Schaut doch nicht schlecht aus. Jetzt kann man natürlich diese Öse, und das ist ja auch der Grund, warum wir die jetzt da gemacht haben, noch benutzen, um noch so kleines Dingeldangel unten dran zu machen. Ich habe jetzt hier einfach so ein kleines Teil hier von diesem Perlenfaden da genommen. So. Und da kenne ich auch keine fachmännische Lösung. Diese Enden, die sind ja hier so abgeschnitten und dieses, guck, die fällt dann halt runter, oder? Boah, und ich bedenke jetzt gerade, warum habe ich denn nicht so eine genommen und die da in die Mitte gesetzt? Ja, ich bin ja auch ein bisschen blöd. Egal. Jedenfalls dieses Ende hier, da fällt ja die Perle immer ab, oder? Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja total blöd. Keine Ahnung, wie man das fachmännisch löst. Ich löse das so, dass ich ein Feuerzeug nehme und vorsichtig das hier so ziemlich, also ich lasse das ziemlich, also ich ziehe eine runter und fackel das dann hier so ab. Und zwar der kompletten Länge nach, damit sich hier unten so ein kleiner Knubbel bildet. Und dann kann man entscheiden, wie lang man das haben möchte. Hältst du jetzt? Ja. Okay. Und weil man dieses Zeug ganz schlecht knoten kann, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme da einfach so ein Stück hier, so einen anderen Faden. Das hier ist übrigens eine Maulbeerseide, ja. Nur damit ihr das mal wisst. Und nur damit ihr mal wisst, was es für wahnsinnig, wahnsinnig. Ah, nee, ich krieg gar kein Wort raus. Ich habe das geschenkt bekommen, ja. Ich habe das in einem Happy Mail bekommen. Ich habe bald geheult, als ich es gesehen habe. Es waren noch mehr solche kleinen Teile. Ihr seid einfach so krass. Ihr seid einfach so krass. Ich habe überhaupt noch nie gewusst, dass es dieses Wort überhaupt gibt, geschweige denn, ja. Deswegen kommt das jetzt hier dran, weil es so großartig ist. Das, ja, also, ich bin einfach sprachlos über sowas. Es ist so cool. Das knote ich jetzt so eng wie möglich. Hier ist es mir jetzt besser gelungen. Hier ist jetzt der Knoten näher an dem Metall dran sozusagen, sodass das hier etwas strammer sitzt. Hier ist mir das nicht ganz so gut gelungen. Da habe ich hier so eine kleine Schlaufe irgendwie produziert. Ich weiß nicht, sieht man das? Und da hängt es dann etwas tiefer. Dadurch ist das hier ein bisschen flexibler. Das ist natürlich eigentlich auch nicht schlecht. Aber ja, weiß nicht, ob es da so drauf ankommt. Aber jedenfalls dient das hier nur dazu, dass das da jetzt so fixiert ist und sich nicht mehr hin und her, von der Länge her nicht mehr hin und her bewegen kann. So, warum steht das jetzt so komisch in der Gegend rum? Naja, egal. Und dann, also das, guck mal, was ist das? Ich kann so nicht arbeiten. Das geht so nicht. Warum ist das jetzt so? Du Maulbeerseide. Bisschen widerspenstiges Zeug. Das liegt an meinem Knoten. Und dann habe ich mir hier gedacht, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man da vielleicht noch so ein kleines Highlight da unten anbringen könnte. Und hier habe ich jetzt so eine Perle genommen und die einfach auf so einen Bulbpin hier aufgezogen. Sollen wir da jetzt die gleiche nehmen? Passt die denn überhaupt da dazu? Ja, eigentlich schon, oder? Da muss man natürlich jetzt auch entscheiden, wie dick man das macht. Wie dick ist das, was man da auffädelt? Denn, also ich habe jetzt halt geguckt, wenn das so liegt, dass das nicht wesentlich dicker ist als der Clip an sich. Der Clip an sich trägt auf und wenn die Perle genauso viel aufträgt, dann macht das ja nichts aus. Dann ist das, was aufträgt, oder? Also die Dicke davon. Nur wenn das zu dick ist, dann ist das nicht so gut. Also ich glaube, dann ist das wirklich richtig, ja, ich glaube, das ist anstrengend dann einfach, wenn das in dem Journal zu dick ist. Zum Blättern und so weiter. Das denke ich mir. Ich nehme hier diese Dinger, die ich vorher hier abgenommen habe. Fädel die hier noch mit drauf. Vielleicht drei auf der einen Seite. Wie viel sind denn hier? Hier müssten doch eigentlich viel mehr sein. Da sind noch zwei. Also gehen die jetzt in das Loch da durch. Naja, aber ich glaube, das schaut trotzdem ganz interessant aus. Die gehen jetzt durch das Loch von der großen Perle zwar durch. Moment, ich zeige dir das gleich ein bisschen näher, wenn das irgendwie möglich ist. Gott, ist das klein.
So schaut das jetzt aus. Also das ist doch irgendwie cool, oder? Es geht jetzt da so durch. Also siehst du, das geht da so durch. Das ist irgendwie so ein bisschen zum Spielen auch. Und dann machen wir das mal so, dass wir das jetzt hier oben durch diese Schlaufe, also über dem Knoten, tue ich das jetzt durch dieses Band da fädeln. Tue ich das durch das Band da fädeln. Oh mein Gott. Achtet bitte nicht auf Grammatik und Aussprache und überhaupt. So, dementsprechend sieht das so aus. Hui, hätten wir noch dieses Gerät hier, das ist jetzt inzwischen trocken. Und diese Dinger, guck mal, die halten da drauf. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Jetzt machen wir das da wieder genauso. Ich ziehe das erst auf das kurze Teil auf, dieses Ding. Dann setze ich hier unten auch eine Öse. So, und hier ist es mir jetzt tatsächlich gelungen, das so zu machen, wie ich es eigentlich euch zeigen wollte. Hier habe ich die Öse jetzt geschafft, ein bisschen höher zu setzen. Ich meine, das ist natürlich sehr mühselig und sehr, also, ne, wenn man nicht so gut sieht. Also, ich habe minus 9 und minus 10 Dioptrien. Also, ich weiß, wovon ich rede. Dann ist es sehr schwer abzuschätzen, wie weit man mit der Crocodile hier reingekommen ist. Da ist man schon froh, wenn man überhaupt das Ding getroffen hat. Aber so würde das jetzt aussehen, wenn ich das so weit runterschieben kann, dass ich den goldenen Rand nicht mehr sehe. Hat auch irgendwie was, finde ich, weil dann sieht man nicht so richtig, dass das eine Büroklammer ist, also von der Seite, weil man erwartet ja hier unten diesen Rand. Also ja, ich finde das nicht so ganz schlecht. Und jetzt denke ich mir, hier könnte man jetzt vielleicht die Rückseite so lassen, wie sie ist, denn ich finde, dieses schaut ganz cool aus. Vielleicht auch irgendwie so ein kleines Highlight oder irgendwas später da drauf machen, aber ich möchte jetzt gerne hier das hier als die richtige Seite, also als die Vorderseite, die dekorierte Seite sozusagen machen, weil ich dieses einfach total schön finde mit diesem Dings da drauf. Werde ich jetzt mal hier auch diese kleine Blume hier ausschneiden. Ich sage immer Blumen, das ist eigentlich so ein Seestern. Aber weil das so blumig ausschaut, ist das für mich eine unterwasserblumige Blume. Oh mein Gott, dieser Regen. Ich hoffe, dass das nicht zu laut ist. Ich hoffe, dass ihr noch irgendwas hören könnt. Oh mein Gott. Ist immer so schrecklich. Aber nimmt man hier sowas auf und man weiß eigentlich nicht genau, was hinterher dabei rauskommt. Jetzt ist es allerdings hier so, ich habe das ja aus dem Tag rausgeschnitten. Und vielleicht siehst du das. Hier ist etwas von dem dunkleren Hintergrund noch an diesem Seestern dran und an der anderen Seite rechts etwas von dem weißen Hintergrund. Und das schaut meiner Meinung nach etwas komisch aus. Aber auch dafür, denn das war hier so ähnlich, bei diesem hier, habe ich eine Lösung gefunden. Wie du siehst, siehst du hier so einen sandigen Rand und danach fängt halt die Form, also hier, ne, von diesem Ding so an, beziehungsweise die Farbe. Da habe ich das einfach schlichtweg so gemacht. Ich habe mir hier nochmal mein Distress. Embossing-Puder genommen. Ich sag immer Distress, weil der schreibt hier Distress-Powder. Aber Alter, Timmy, du verwirrst mich. Ich mag dich sehr gerne, aber du verwirrst mich jedes Mal aufs Neue mit diesen komischen Namen, ey. Dann habe ich mir das hier so genommen und bin hier so drüber gegangen, nur am Rand, über dieses Stempelkissen. Ganz vorsichtig. Und dann die das hier so eingetaucht. Weiß ich auch nicht, ob das eine professionelle Vorgehensweise ist. Ich sehe jetzt schon, dass das noch nicht genug ist. Aber ich muss das natürlich jetzt erstmal trocknen, weil sonst habe ich diese Fuzeln auf meinem Stempelkissen. Das will ich natürlich nicht. Also nicht trocknen. Also das ist das unprofessionellste Video, was ich jemals gemacht habe. Nicht trocknen. Trocknen, Luise. Ich muss das jetzt natürlich erstmal erhitzen, schmelzen, bevor ich die nächste Schicht hier machen kann, beziehungsweise hier den Rand weiter. Ja, weißt schon längst. So, und wenn das fertig ist, dann schaut das so aus. Und dann schaut dieser Rand wesentlich
gleichmäßiger aus als vorher. Es ist noch so ein kleines bisschen was von diesem Dunklen zu sehen, aber ich finde, das schaut jetzt irgendwie natürlicher aus und vor allen Dingen der Rand ist irgendwie gleichmäßiger, als er vorher war. Also ja, vielleicht so ein kleiner Trick, den du auch mal nachmachen möchtest. Jetzt ist die Schwierigkeit, die Position hierfür zu finden und vor allen Dingen möchte ich da jetzt auch noch irgendwie etwas dahinter setzen, weil so ist mir das noch ein bisschen zu nackig. Ich werde jetzt hier dieses Label nehmen, das hier draufkleben, damit das, also kann man auch irgendein anderes Abfallpapier nehmen. Ich nehme jetzt das hier, weil das braun ist, dass es beim Schneiden der Rand nicht so auffällt. Jetzt klebe ich das hier drauf und mache mir da einfach so ein kleines Schildchen draus. So, ho, ho. Ja, okay. Dazwischen möchte ich aber noch was haben. Das sollte jetzt vielleicht ein bisschen heller sein. So. Ja, das geht. Alles klärchen, so wird's gemacht. Jetzt haben die zwei auch sowas und das hat nicht sowas. Und das da, das schaut jetzt für mich im Nachhinein total blöd aus. Deswegen werde ich jetzt zwei Dinge tun. Erstens, da in der Mitte kommt jetzt was drauf, damit es gleich aussieht. Aber hier werde ich das jetzt festkleben. Huh, mein Gott, was ist das denn? Zu viel. So. Kannst du das aufheben, bitte? So. Hoffentlich hält das. Und das Zweite, was ich jetzt tun werde, ist hier das zu embossen. Das schaut hier furchtbar aus. Herrlich. Oh mein Gott, und es hält nicht. Ich habe zu früh da drauf gefasst. Oh mein Gott, aber jetzt mache ich das mal so, dass das extra so ist, wie das ist. Also das schaut jetzt so aus, als wenn es so muss. Nein. Ja, man sollte das gescheit abkühlen lassen. Das ist jetzt da irgendwie so weiß, so komisch weiß geworden. Siehst du das? Ja, jetzt hält es. Sehr cool. Okay, jetzt ist das kalt, jetzt hält es. Kann ich denn jetzt, also fordere dein Schicksal nicht heraus, Luise, aber kann ich denn jetzt da bitte ganz kleines bisschen? Na, das geht leider nicht. Ich wollte, dass das hier so ein bisschen dunkel ist, aber das geht leider nicht. Könnte man jetzt mit irgendwie so einem Stift oder so machen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich so wichtig. Ich finde, es schaut auch so gut aus. Jo, okay, haben wir das. Haben wir das? Können wir das jetzt hier so draufstecken, oder? Spricht da irgendwas dagegen? Nein. Ich glaube nicht. Was sagst du? Ist doch nicht so bad, oder? Ich finde das geil, ich finde das irgendwie genial. Also, ganz ehrlich, ne? Yvonne, speziell an dich. Also, ist jetzt wirklich nicht bös gemeint, ne? Aber als ich dieses Tütchen gesehen habe, als ich das ausgepackt habe, habe ich gedacht, also ich rede jetzt von dem Tütchen, wo hier, ne, dieser Glitzer ist und wo diese Sachen drin waren, habe ich gedacht, oh mein Gott.
Ich weiß nicht genau, wer du bist, Yvonne, aber du hasst mich. Ich habe echt gedacht, die hasst mich, die Frau. Jetzt bin ich total glücklich, weil guckt euch das an. Und egal, ob ich Goldglitzer bis im Jahre 2049 irgendwo hier finden werde, wurscht, weil das schaut total genial aus. Und es ist auch, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, so schaut das matt aus. Also so sehe ich, wenn ich mit dem Auge jetzt so drauf gucke, sieht das matt aus. Und die Sterne fallen gar nicht so auf. Und auch dieses Glitzer fällt gar nicht so auf. Aber wenn ich das jetzt so schräg mache, dann kommt dieses Perlmuttartige von diesen Sternen so zum Vorschein. Und das schaut einfach total schön aus, weil das ist sehr dezent irgendwie jetzt plötzlich. Ich finde es richtig genial. Und ich glaube, das kommt aber auch durch die Schicht Mod Podge, die da drüber ist, dass die Sterne nicht mehr ganz so extrem, ja, vor allen Dingen nicht ganz so extrem weihnachtlich aussehen, oder? Also ich finde es wunderschön. Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Also, ja. Und diese kleinen Kügelchen. Herrlich. So, ist jetzt das hier mal unsere Rückseite. Und wir stellen fest, dass wir hier auch dieses Problem haben mit diesem Ding da. So. Also das finde ich jetzt schon mal besser. Und dann machen wir da unten jetzt auch noch gerade so ein Gebimselbumsel dran. Auch wenn ich spinne, glaube ich, dass sich das gelohnt hat. Vor allen Dingen, weil jetzt hier, also ich will jetzt hier nicht so Kümmel spalten, ne? Aber hier sind jetzt auch noch diese türkisen Perlen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Farbe unterscheiden kann. Links sind die türkisen, die eigentlich von diesem Strang hier unten sind. Also von dem anderen Teil, was wir da vorher gemacht haben. Und dadurch, dass hier das Türkis ist, finde ich, verbindet sich das total schön mit der türkisen Paillette hier oben. Genial. Puh. So, ich werde diese Dinger jetzt mal auf Seiten stecken, beziehungsweise auf eine Seite stecken, sodass ihr das sehen könnt, wie das dann später aussieht. Also, wenn das nicht zusammenpasst, ne, dann weiß ich es ja auch nicht. Ich weiß, das ist immer mein so ein komischer Spruch von mir. Aber bitte, schaut das nicht schön aus? Guck mal. So, und zugegebenermaßen, wenn das hier dran ist, dann muss man das vielleicht noch so ein kleines bisschen ausrichten, wenn man das wirklich so haben möchte, dass oben und unten der Abstand gleich ist. Aber ja. Das ist jetzt auch ein bisschen so Kümmelspalterei, ich weiß wohl, aber das muss man halt überlegen, wie wichtig einem das ist. Und von der anderen Seite schaut das dann jetzt so aus. Das passt jetzt auch, finde ich, hier sogar an der Stelle ganz gut mit diesem kleinen Oktopus da. Hat er das da so ein bisschen vor der Nase? Schaut das mal so aus. Und jetzt ist es natürlich so, dass dieses Gebamsel hier auf der einen Seite hängt, ne?
So, auf der einen Seite halt. Auf der anderen Seite ist jetzt hier kein Gebamsel. Man hat aber noch die Möglichkeit natürlich, hier unten jetzt auch so ein Gebamsel dran zu machen, wenn man möchte, dass hier auch noch was runterhängt. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Für mich ist das ein bisschen zu viel des Guten, aber das kann man natürlich machen. Was sicherlich auch eine Möglichkeit wäre, hier unten was ganz Dezentes dran zu setzen oder hier oben dran so eine kleine Schleife zu machen oder irgendwie so ein kleines schmales Band oder so, was dann später oben aus dem Journal rausguckt. Ich denke, das könnte auch nicht schlecht aussehen, aber für mich, also ich finde es so schön. Und ich finde auch, Gebamsel kann auch ablenken von diesem hier, was hier so drauf ist. Also von daher finde ich das ganz schön so. Das wäre einmal das eine, so wie es an der Seite aussieht. Es ist natürlich auch jetzt ein bisschen, also das, was ich dir jetzt zeige, ist jetzt ein bisschen konstruiert, weil das sieht ja ganz anders aus, wenn man später wirklich irgendwelche Papiere, so kleine Papierchen halt, ne, mit der Büroklammer festmacht. Dann schaut das natürlich komplett anders aus. Ich möchte jetzt nur das einmal auf dem Papier zeigen, also speziell jetzt auf diesem Printable, weil ich das ja jetzt eben für diese spezielle YouTube-Serie hier auf das Papier so ein bisschen abgestimmt habe. Und deswegen möchte ich natürlich auch, dass man sieht am Ende, ne, wie das mit dem Papier zusammen aussieht. Ich finde, so ist es eigentlich gar nicht schlecht. Und auch wenn man das jetzt später in Benutzung hat und man hat da was hinter, irgendwie so was Kleines, Schmales hier zum Beispiel, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so übel. Weil, ja, also ne, schaut doch gar nicht so schlecht aus. So, und auf der Rückseite, habe ich jetzt gerade vergessen, sie gerade zu falten, weil die Rückseite habe ich jetzt noch nicht gestaltet von diesen Printable-Seiten. Faltet man die mal gerade, sodass man das gerade hier drunter stecken kann, dann sieht man auch, wie das hier aussieht. Es ist natürlich jetzt, ich muss das abmachen, weil es ist ja total unordentlich, das ist ja gar nicht aussagekräftig, weil so wäre das ja nicht auf der Rückseite. Also, ne, auf der Rückseite, also ist ja nicht, das ist ja nicht auf der Rückseite. Also die, auf der Rückseite wäre ja hier was anderes, das ist ja die Rückseite. Also, ja, arg! Wie soll ich das denn erklären, bitte? So, guckst du. Wäre das hier mal so? Finde ich auch nicht schlecht. Upsala. Jetzt kommt hier nichts Rotes auf der Seite vor. Aber ich finde das eigentlich trotzdem nicht so schlecht, weil man kann ja noch weitere von diesen roten Dingern nehmen, von diesen kleinen Seesternblümchen und die irgendwo hier aufkleben. Die könnte man sich ja noch ausschneiden und die hier ergänzen. Vielleicht noch zwei weitere oder so, eins hier, dann würde das auch schon wieder einen Zusammenhang geben. Oder man kann natürlich jetzt auch hier was drunter stecken, wo dieses Blümchen drauf ist. Also wenn man einen der Tags nimmt, wo das Blümchen drauf ist, würde das ja auch gehen. Dann würde das da auch wieder so einen Zusammenhang bilden. Jo, das könnte man theoretisch machen. Das wäre nämlich dann dieser hier. Der ist jetzt auch noch nicht ausgestaltet. Den habe ich einfach nur erstmal ausgeschnitten gehabt. Aber wenn man den jetzt da so drüber setzen würde. So. Wäre das jetzt auch nicht ganz dumm. Schaut das so aus. Ja. So, ihr lieben Leute, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein paar Ideen vielleicht gewinnen. Wenn ihr auch solche Paperclips machen wollt, solche gestalteten Büroklammern, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook teilen würdet. Auf Facebook könntet ihr das zum Beispiel in unserer Gruppe tun, die heißt Junk Journal Deutsch. Der Link ist unten in der Infobox. Falls ihr die noch nicht kennt, könnt ihr gerne selbstverständlich da Mitglied werden und dann auch eure Ergebnisse dort posten. Wenn ihr das auf Instagram oder sonst wo postet, wäre es ganz nett, wenn ihr mich da irgendwie markieren könntet. Dann kann ich nämlich eure Beiträge viel leichter finden und mir anschauen, was ihr da gezaubert habt und vor allen Dingen natürlich das auch kommentieren. Ja, ne? Und euch sagen, wie ich das finde. Also euch sagen, dass ich das toll finde, weil was ihr macht, ist immer toll. So, ja, das wäre mal dieses hier. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle kreative Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.